So, der nächste Part und außerdem, naja, ich habe eine Weile Zeit verstreichen lassen, weil, naja, muss ein bisschen irgendwie klar im Kopf werden und wacher. Deshalb habe ich mich ein bisschen mehr beschäftigt, zum Beispiel mit Gronkhs Videos. Ich gucke mir einfach so eine Höllen-Let's Play an. Naja. Die Gas ärgern ihn schön. Und ich mache Werbung für den Kerl. Ich wollte nicht, aber ich habe kein Thema. Deshalb bin ich diesen Kerl. Aber puh, der muss eigentlich überall sein, oder? Oder was meint ihr? Plus, die Habitaks wollen nicht schlafen. Ich will euch einschläfern. Und ihr sollt dann langsam, aber doch gut zugrunde gehen, ihr Habitax. Ich habe ja schon gemeint, damit die viel Tod, Kill und so weiter gesagt habe, aber das ist so, keine Ahnung. Also, mir ist einfach langweilig und mir fällt auf die Schnelle nichts Besseres ein. Ich habe mich schon so an das gewöhnt und ich werde jetzt was machen, weil ich wieder mal was vergessen habe. Und jetzt ist es fertig. Und Konfusion! Endlich! Rentanz, ihr seid Geschichte! Oh nö! Kampf, Psycho-Attacke und schon kommt dein Traumato. Level 11? Okay. Erstmal setzen wir eine Attacke aus. Hypnose! Bingo! Damals war es noch rein zufällig, was rauskam. Ja, Schaden. Naja, der Schaden könnte besser sein, aber wir finden unseren Gegner mehr. Apropos, ich habe echt nicht aufgepasst. Wurde Hypnose schon wieder freigesetzt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finden wir den Gegner weg mal. Yeah, und das Glück ist auf unserer Seite. Ja, auf meiner Seite. Aber da ist unser erstes Psycho-Opfer, das gleich weggebasht wird, was uns so genervt hat. Den vorherigen Part. Da sind ja fast nur Rentners gekommen. Und wir kommen schön weiter. Bim, bim, bim. Und da ist schon wieder ein Opfer. Für Pfund. Oh, jetzt kommt die Traumatus aber. Siehst du, Trago Pichu? Wir kommen endlich weiter. Oh, ich hätte Aussetzer machen sollen. Ei. Nein, 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 nein. Aussetzer? Okay, wie gefunden. Also, wenn der Gegner mit Aussetzer uns damals Pfund geklaut hätte, na dann Halleluja. Ihr könnt euch denken, was passiert wäre. Eigentlich nur pennen und aussetzen. Plus, wir müssen das Pokémon Center besuchen. Ist das nicht schön? Und ich würde gern auf Turbo stellen. Und ich habe echt Langeweile außerdem noch. Plus, wir müssen langsam aber sicher mal die Höhle besuchen. Aber es geht erst, wenn unsere Pokémon erst alle Level 20 sind. Und keine Gifttypen sind. Glaub mir, das ist besser so. Und besonders wenn die entwickelte Version so kommt. Oh, das liefert EP. Das ist echt ein EP-Monster da drin. Ich hab mal so, wer weiß wie lange trainiert. Das ist einfach wow. Das gibt Unmengen von EP. Das glaubt man im Prinzip gar nicht. Deshalb müssen wir trainieren. Bis Level 30. Damit es uns besonders nichts anhaben kann. Und ich habe Trapichos nämlich für Fang mit den Legenden extra geholt. Weil die Legenden haben. Damals war die Fangrate bei Legenden. Oder besser Fangversuche bei den Legenden echt helle. Und ich spreche aus Erfahrung. Ich kann es euch zeigen, wenn es soweit ist. Aber erstmal müssen wir, soweit
so stark wehren. Und ich laber so eine Gülle mit, so damit wir hier im Moment in die Zukunft kommen. Also. Und die rettern es kaum und kaum und kaum. Und die gehen sofort. Alle miteinander. Ihr seid jetzt weg. Yeah. Oh. Ey, wir werden fast jede Bewegung angegriffen. Oder kaum eine Bewegung, schon werden wir angegriffen. Ich quäle euch nebenbei mit ein bisschen Trainingsgedöns und so. Im Trainingsgedöns. Ich bin eine Let's Playerin, die nicht offscreen trainiert. Auf jeden Fall nicht gerne. Habitag schon wieder. Also mit denen sollte man erstmal einschläfern lassen. Weil wenn man schon sieht, was ein Critical Hit mit dieser Attacke schon ausrichten kann. Und wenn es fünfmal trifft und zwei Quits hat. Halleluja! Das ist dann echt zum Mäusemaken, um es so zu nennen. Außerdem sieht man, wie viel Schaden das macht. Und wir haben es verwirrt. Und Funden. Weil, die Attacke muss ja eben sein. Damit der Gegner schnell wegkommt. Und nice Level. Wir sehen kaum Konfusion und schon überschlägt es sich teilweise mit dem Level. Ist doch schön, oder? Ich find's toll. Und so ist Rauch Pichu nicht ganz eine Last. Wortwörtlich im Sinne. Und wieso kommt die jetzt nicht? Hallo? Hallihallo? Hey. Na also. Ich will hier nicht 3 Minuten rumlaufen, um so ein stinkiges Rettern zu suchen. Stinkiges Rettern? Ja, Gift kann stinken, wenn man als Slimer denkt. Oh Gott, im Anime. Oh, der erste Auftritt mit Slimer. Gott, das muss echt gestunken haben. Aber später kein Geruch mehr für Ash. Obwohl er, wer weiß, wie lange bei Professor Eich hat und es eigentlich immer wieder auffallen müsste. Ach ja, liebe Entwickler. Die sollten ja auch mal so mehr wie früher machen. Mehr raus mit den Animationen und mehr rein mit der Sorgfalt fürs Detail. Vergleich mal die allererste Folge von Pokémon mit der... Kurz mal jucken, Dedor. Sorry, muss ich kurz mal jucken. Auf jeden Fall vergleich mal die erste Folge mit den jetzigen Folgen. Oh Mann, ich hasse dich, Traumato. Aber wegen Hypnose, und das wird ja immer behalten. Also, ich muss mal kurz ein bisschen was machen. Mann, mein Ohr juckt so total. Hoffentlich ist dieser Part nicht so ganz so störend, also gestört. Hallo, Trago Pichu. Kannst du mal bitte aufwachen? Du pennst. Und dann willst du von einem Level 9er Traumato besiegt werden. Also bitte. Das ist echt eine Schande. Und so ein Level 9er Traumato gibt mehr Erfahrungspunkte als ein Rettern. Da sieht man schon. Jetzt ist ein EP-Monster auf dieser Route. Und wieso ich dauernd EP-Monster sage? Na, aus gutem Grund. Die P sind praktisch unnormal hoch. Das erscheint eher wie ein Monster. Und so nennt man gerne Chanera, Hytera, Vonera und... Oh doch. Apropos neue Pokémon. Einfach so, bei neuen Pokémon ist eher so, oh doch. Ich mag den Fire Pokémon 5. Nämlich gerne bei der Sachsen Nation. Mein Lieblingsstarter bis jetzt. Leider sind nur 5 Pokémon bekannt. Die zwei Legenden und die anderen mein Starter. Und Entwicklung, natürlich.
Der Wasserstarter, ne, geht gar nicht. Der Pflanzenstarter, naja, geht kaum. Und Feuer hat irgendwie den. Hat eh wohl die Ähnlichkeit, wenn man den Schweif vergleicht mit dem Bein. Außerdem hat es einen aufgeblasenen Kopf. Da sag ich nur, Game Freak, ihr wisst schon damit, dass eigentlich, naja, der Pokémon. Besser der Hals-Pokémon eigentlich nicht tragen kann. Aber so ist im Pokémon. Und ich hätte es nicht einschätzen müssen. Aber ich bin mir eben unsicher. Und ich habe einen Vorbittag. Und da ist wieder ein Tomato. Ich habe zu viel ein Wort gesagt. Level 15, wieso ist dieses Tomato nicht eher gekommen? Wieso? What the hell? Naja, eigentlich wollte ich was anderes sagen, aber ich hatte ja so. Nein! Nein! Ich hasse dich! Ja, und wir sind gleich wach. Eine Runde schlafen, bitte. Okay, so das sind wie so ganz. Okay. Ja. Ich sag lieber nichts. Und. Na, kein Hund. Sondern ein Supertramp wird verschleudert. Hallihallo! Und Raupichu ist zum Schaffen verurteilt. Klasse! Oh nö, Aussetzer. Hat Aussetzer blockiert geht schon wieder. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ich möchte. Ihr könnt euch einen kleinen Trick verraten. Bei Rot-Blau. Ja, Tomato, 50er. Die hat alle kapiert. Hallo, Dragopichu. Bitte aufwachen. Yeah. So, wenn man so hier damals geguckt hat, dann hat man eindeutig gesehen blockiert. Fand ich auch sehr schön. Das müsste Game Freak auch machen. Hoffentlich ist es in der 3DS-Version. 3DS-Version von Pokémon, also X und dieses J oder so. Ah, ich kann diesen Buchstaben nicht. Das ist irgendwie doof. Auf jeden Fall. Ich vergesse. Ich habe gar nicht gemeint, damit ich Level 19 bin. Das ist Dramatopass wohl. Also ich finde, damit die Aktion des Trainers gut werden, aber damit er den 3D geht, nee, irgendwie mag ich so nicht. Irgendwie mag ich nicht, wenn der Fotogeist einfach so nicht mehr so pixelig ist. Keine Ahnung wieso. Aber die Benzine wird stärker als das. Cool, lol, keine Ahnung. Und wir pennen! Mann! Dieser Part wird ja so heißen. Hypnotischer Kampf, also oder hypnotisch, weil hier dauernd Hypnose benutzt wird oder fast nur, auf jeden Fall von Gegner. So, wir sind beim Trainieren und ihr seht, während ich quaddel. Ach ja, so ist normalerweise Trainingssache und Level 70 Nachmittag. Nein, ich hab Tschüss. Es guckt böse und ist schneller. Aber dafür schläft es schneller. Könnte ein Reim sein. Wäre gut. Und im Moment wird, naja, der letzte Part hochgeladen. Und es geht weiter. Weiter, weiter, weiter. Und ja, ich töte es gleich. Besiege es gleich. Weil sie wahrscheinlich einige aufregen werden, damit ich dauernd tot, killt und sowas sage. Wahrscheinlich im letzten Part hoch. So. Naja. Ich beende diesen Part hier. Ich werde versuchen, nicht mehr 15 Minuten zu haben. Weil ich müsste dann vielleicht noch schneiden dann. Ich hasse schneiden. Na dann, tschüss, bis zum nächsten Part.